Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Deponia Doomsday. Wir können endlich weiterspielen. Für mich sind es nur, ich glaube, 10 Minuten oder so her seit der letzten Aufnahmesession. Ich habe so Bock auf dieses Spiel, ich will es einfach weiterspielen. Gut. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Ja. Sie kann sich gar nicht satt sehen. Kein Wunder bei dem unappetitlichen Panorama. Ich hätte vielleicht noch was essen sollen, fällt mir gerade so auf. Aber egal. Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4-3-viertelten Gebot. 4-3-viertelten? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Okay, wie wär's mit... Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Und das Blaue? So, Moment. Ist 4-3-Viertel nicht irgendwie aus Harry Potter oder so? Gleich, nee, das ist irgendwie gleich 7-3-Viertel oder so, ne? Aber ich glaube, das soll eine Anspielung auf Harry Potter sein. Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren, schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Ha! Guter Versuch. Ja, von dir auch. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh, das gefällt mir. Es ist prägnant. Und ja, hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuwu und Kikeriki. Für Obdach Moses! Wuhu! Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich's mir gedacht hab. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Alles klar. Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal, ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Okay. Schaut mal, Kinder. Es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Alles klar. Ich bin gerade übrigens auf der Suche nach einem Hut. Irgendwo hier muss doch locker ein Hut sein, oder? Wo ist Rufus hin? Da, okay. Ich erkenne hier nirgends einen Hut. Es kann doch nicht sein, dass es so... Ja, okay, da hinten ist ein Hut, aber den können wir nicht nehmen.
So viele Bildabschnitte, aber so wenig Hüte. Huhu, ihr da. Hallo. Wisst ihr, wo es nach Kuwak geht? Was für ein Ding? Kuwak, ein Dorf südlich von Busa Westwok. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer. Ihr seid hier falsch. Bis Busa Westwok sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier Kacke. Gibt es gar nichts. Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor Mac Chronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch Mac Chronicle finden. Und jemanden, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem was? Boso. Bestimmt. Ich glaube, ich habe Mac Chronicle gerade gefunden. Okay, ja, die haben wir gerade angesprochen. Okay, alles klar. Komm schon, irgendwer mit dem Boot. Boso. Definitiv. Passt. Das ist Goals Position. Ich würde ja tauschen, aber links ist einfach nicht Goals Schokoladenseite. Okay, Kamera. Einfach mitnehmen. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Eine Kamera vielleicht? Okay, alles klar. Ist okay. Irgendwas. Ah, das fehlt. Irgendwas. Okay, hier haben wir, glaube ich, alles. Haben wir hier vielleicht einen Hut? Hut. Schade. Das wäre es jetzt, ey. Das wäre jetzt geil gewesen. Kommt schon. Das wäre echt. Also, ja. Alles klar. Wir nehmen einfach mal alles mit. Kann man ja mal machen, ne? Ist das nur ein? Okay, das ist nur eine Richtung. Ich wollte nur gucken, ob das nur eine Richtung ist. Ja, hier kann man ja lang und in oben so. Wisst ihr Bescheid? Verschwinde. Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ja, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich 1-2 Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Das kriegen wir hin. Hier. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Ich habe sie doch gerade geputzt. Schade. Schade, schade, Schokolade. So, irgendwo, hier muss doch langsam mal wieder ein Hut sein, oder? Irgendwo ein Hut. Ein Hut, ein Hut. Ein Hut. Irgendwo ein Hut. Hut, Hut. Hut, 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 Hut. Ich finde keins. Hammer! Hau den Lukas! Ha, wir haben nicht so weit. So, weiß nicht. Das könnte dies. Okay, gucken wir mal. Auslösen? Nach links? Auslösen. Oh, warte mal. Hä? Okay. Haben wir... Da unten ist eine Klappe, okay? Die würde ich nochmal aufmachen. Drosselglied. Okay. Entchen. Wir müssen Entchen. Wir müssen mit den Entchen spielen. Oh, Niete. Versuchen wir es weiter. Noch einen. Noch einen.
Irgendwann gewinnen wir. Was hat er gesagt? Verdammt. Nochmal. Noch eine Niete. Es hört auf, mir Spaß zu machen. Voll der Kinderkram. So ganz ohne Angel. Ja, noch eine Angel. Dafür kann ich meine eigene Hand benutzen. Oder mein Köpfchen. Oder mein Köpfchen. Okay, versuchen wir mal. Gelenkstange. Das erinnert mich an den Tag, als ich Wenzels Gelenkschmerzen chirurgisch behandeln wollte. Okay. Wir können das Drosselglied doch mal hier unten einsetzen. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ja, eine Kamera. Und das. Ein Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Oh. Können wir mal zu Goal? Goal, komm mal mit. Alles kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, sie kann's keinen. Ach komm schon, Goal. Okay, lassen wir das erstmal da. Gehen wir erstmal an den Wurstautomaten. Hallo? Saftladen. Wurstbot. Haben wir da eine Klappe oder so? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Dann gehen wir mal eben. Drei Wege da rein. Bei meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Okay. Spiegellabyrinth ist das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas machen können. Keine Ahnung. Pimpi und Schnicksi. Magazin. Aktuelle Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Oh Mann. Okay. Hut, Hut, irgendwo ein Hut. Hut, Hut, Hut. Da unten ist ein Pferdchen. Irgendwo hier im Müll ist doch. Irgendwo. Irgendwo ist doch sicherlich mal ein Hut. Komm schon, irgendwo. Hut. Echt nirgends ein Hut? Oh. Reden wir mal mit denen hier. Hey, Burschi. Hey. Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sie nicht hetzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy feasy peasy deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula, das schreibt man mit U. Ja, ich auch nicht. Aber wenn's so ist, steck einfach ihr Foto in den Love-O-Man. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Was ist ein Portemonnaie? Ohne Foto, keine Tour. Ist es nicht so, Darling? Ich habe mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich. Rot und braun und weiß. Krass. Allein das Boot nur an Verliebte. Tja. Ich weiß, klingt super. Aber sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut. Aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Bleib einfach hier, ich bin bald zurück. Das... Wie du meinst.
Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Keine Panik. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Wie es aussieht, oh, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Goal, die ich kenne, war immer gut gelaunt und abenteuerlustig. Nicht so eine Piesepampelin wie du. Vielleicht solltest du dann lieber ein Foto mit ihr machen. Ach komm schon, Goal. Oh. Aber wir haben einen Wurstchip. Wir können uns eine Wurst holen. Ist das traurig? Chip. Komm schon, gib mir eine Wurst. Wurstbot aktiv. Wurst. Kann ich für Sie Wurst? Was gibt's denn so? Nichts. Es ist alles alle. Na toll. Was? Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Eine Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, dass hier jetzt ein Wurststand. Hacken Sie mich darauf rum? Dieser Fest ist schon demütigend genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Alles klar, okay. Wir haben eine Sicherung. Können wir die Sicherung jetzt da reinklatschen? Jetzt? Hä? Ah! Nochmal nach rechts? Nee, weiter nach rechts geht nicht. Hier läuft gar nichts. Nach links? Nochmal nach links. Und runter. Nein, oh verdammt, falscher Knopf. Ah, damn. Nein, zu langsam. Nein, 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 nein. Okay, so. Hammer. Rauf. Yeah! Zack. Runter. Upsi. Okay. Und was jetzt? Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr! Feuerwehr! Magnetangel! Alles klar. Was sollen wir denn jetzt damit machen? Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Okay, Moment. Mit diesen Betrügern. Wir können die Sicherung wieder raus. Können wir die Sicherung? Nein, können wir nicht, okay? Magnet, wir haben eine Nadel. Ein Dings. Okay, das funktioniert noch nicht. Selbst. Oder immer noch nicht. Haben wir noch die Bowlingkugel? Ja, ne? Ja. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld. Und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Hilfe! 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 Komm, hier gibt's doch hoffentlich ein. Hilfe! Hut? Hut? Irgendwo ein Hut? Wollen wir mal. Nachrichten bekommen? Okay. Ha, es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cooler. Jo, wir haben Schlüssel. Tuschkasten. Hilfe! Mitnehmen, alles klar. Hilfe! Halt's Maul!
Ja, okay, wir helfen ihm. Hilfe! Wir haben noch Schlüssel dafür. Der ist hier drin versauert, weil er keinen Schlüssel mehr hatte. Bremse? Kleingeld! Bremse! Okay. Nicht gerade Punktlandung. Aber was soll's?